In diesem Video möchte ich Ihnen eine Funktion vorstellen, die nennt sich Range. Range bedeutet sowas wie ein Bereich und es ist eine sehr praktische Funktion, um Listen zu generieren nach irgendwelchen Vorgaben, nach irgendwelchen Regeln. Um Ihnen das zu zeigen, wie sie funktioniert, brauchen wir erstmal drei Variablen, die wir unseren Bereich sozusagen abstecken. Wir werden uns eine Variable Start definieren und zwar nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine 0. Stop wäre die letzte Zahl, die wir haben wollen. Sagen wir mal, das wäre 15. Und dann brauchen wir etwas, das nennt sich ein Step oder ein Schritt. Das definieren wir erstmal als eine 1. Also das heißt, ich möchte mir jetzt eine Liste generieren, die von 0 bis 15 geht und in Schritten von 1 zählt. Das heißt 0, 1, 2, 3 bis 15. Diese Range-Funktion kann mir eben dabei helfen, statt sie händisch zu erzeugen. Ich brauche erstmal eine Liste, damit ich mir das auch speichern kann. Ich benenne das wieder A-List. Und dann rufe ich die Funktion Range auf. Und zwar gibt es mehrere Varianten, wie man die Parameter dort gibt. Hier zeigt er mir schon, normalerweise benutzt man einfach Range Stop. Okay, versuchen wir es mal. Natürlich möchten wir auch sehen, wie A-List aussieht. Allerdings ist A-List, gibt es eine kleine Komplexität hier bei der Range-Funktion. Die gibt mir nicht direkt die Liste, sondern einen sogenannten Bereich. Dieser sogenannte Bereich sieht ein bisschen komisch aus. Ich zeige Ihnen das jetzt erstmal. Wir werden diese Liste oder das, was wir glauben, das sei eine Liste, einfach so plump ausdrucken. Wenn wir das machen, dann sagt er mir, Range von 0 bis 15. Das ist aber genau das, was ich eigentlich aufrufen wollte und nicht, dass er mir sagt, das ist genau das Gleiche. Das ist ein Bereich. Um einen Bereich in eine Liste umzuwandeln, braucht man eine andere Funktion und zwar, die nennt sich List. Mach bitte eine Liste aus diesem Bereich Range. Wenn ich das mache, dann passiert Folgendes. Jetzt haben wir unsere Liste. Die ist tatsächlich von 0 allerdings bis 14. Also genau wie bei den Listen und bei den Indexes. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, hoffentlich, dass wenn ich die Liste von 0 bis 4 angegeben habe, dann hat er mir 0, 1, 2 und 3 gegeben ohne die 4. Genau das Gleiche, genau die gleiche Regel gilt auch hier. Wie kann ich allerdings diese Liste noch benutzen? Machen wir jetzt eine andere zweite Liste, eine B-Liste. Und die soll natürlich mit einer List, damit es tatsächlich dazu kommt. Ich kann natürlich auch so aufrufen, dass ich sage Start und Stopp. Wenn ich das jetzt aufrufe, Moment, das müssen wir noch ausdrucken. Dann sieht die B-Liste ja genauso aus. So, wenn Start sowieso eine 0 ist, dann brauche ich das gar nicht angeben. Dann kann ich die Range-Funktion auch so aufrufen, einfach Range Stop. Wenn ich allerdings diesen Start zum Beispiel mit 4 initialisiere, dann bringt es durchaus etwas. Da beginne ich eben die Liste erst bei 4 und ende bei 14. Und als letztes müssen wir dann gucken, was dieser Step eigentlich bewirkt. Dafür definiere ich mir eine C-Liste und sage wieder List Range. Dann beginne ich bei Start, stoppe ich bei Stop und dann gebe ich eine Step raus. Wenn ich das tue und unser Schritt 1 ist, dann sollten B und die C-Liste genau die gleichen sein und das ist auch tatsächlich der Fall. Wenn ich allerdings verschiedene andere Schritte haben will, dann muss ich das hier ändern. Ich kann Schritt 2 definieren. Mal gucken, wie dann die C-Liste aussieht. Jetzt beginnt sie wieder bei 4, aber sie zählt in Schritten von 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Was würde jetzt passieren, wenn ich diesen Schritt hier irgendwas Komisches mache? Sagen wir mal 2,2. Würde das überhaupt funktionieren? Nein, er sagt, das macht er nicht. Er braucht tatsächlich Integers,
Range oder diese Bereichfunktion kann man tatsächlich nur mit Integers benutzen. Sonst muss man es selber händisch machen mit einer Schleife. Und die Schleifen sehen wir auch bald. Und das ist eben die Range-Funktion. Die kann man dann jetzt sehr gut benutzen, um verschiedene Listen zu erzeugen, wie man sich haben möchte. Dankeschön.